Moin Leute, es ist Ende April, ich habe richtig Zeitdruck. Heute wird richtig fett Kacke geballert, die Welt hat wieder Umbruch und der Brenner ist geil und jetzt geht's direkt los. Und diesmal richtig, mein letztes Video war ja ein kleiner Fail. Also wenn man jetzt weiterfahren würde, dann würde die ganze Fläche so aussehen. Also das ist so nicht mehr... Das können wir jetzt schön für heute sein lassen. Weil uns das Wetter ein bisschen dazwischen gefunkt hat und ich wegen Regen aufhören musste. Ein bisschen Regen kommt heute Nachmittag, aber mal sehen, was wird. Was wird? Wieder läuft es so, wie es eigentlich laufen sollte. Unser Tagesziel sind heute roundabout 25 Hektar. Das Ganze wollen wir in 10 bis 12 Stunden schaffen. Ich befülle jetzt das Fass. Ich bin heute nämlich der Zubringerfahrer. Das bedeutet, dass ich mit dem Transportfass hier Gärreste von der Anlage zur Fläche bringe. Tim dockt dann bei mir an, saugt das Fass ab und verteilt es dann auf der Fläche. Das hat den folgenden Vorteil. Erstens sind wir schneller. Und zweitens wird die Straße nicht dreckig, weil der Ausbringfahrer nicht immer den Dreck von der Fläche auf der Straße verteilt. So, wir sind jetzt auf der Fläche im Märchenwald. Hinter mir seht ihr mein Zubringerfass. Wir sind heute mit zwei Zubringern unterwegs, die die Fläche hier mit dem Gärrest aus der Biogasanlage versorgen. Ja, hi, ich bin Tim. Wir sind hier heute am Gärrest fahren für einen Kollegen. Der Philipp, der fährt heute den Zubringer für mich und bringt mir die Gülle zum Feld. Philipp kenne ich schon seit dem Kindergarten. Ja, ist halt sehr cool, ne? Man kennt sich halt, man kennt sich von klein auf und macht halt auch mega Spaß mit Philipp zusammenarbeiten, wo er so das erste Mal wirklich angefangen hat, Gülle zu fahren. Ja, er ist mit einem vollen Güllefass so in die nasseste Stelle der Fläche reingefahren und lag dann dementsprechend fest. So, dass wir tatsächlich mit zwei Treckern Philipp da rausziehen mussten. Güllefahren ist für mich natürlich genauso wie die Maisernte ein Riesenhighlight im Jahr. Und es macht noch mehr Spaß, wenn man mit Kumpels zusammen machen kann, wie Timmy. Den kenne ich ja schließlich auch schon über 20 Jahre. Aber ich bin ja auch schon ein alter Sack. Ich werde dieses Jahr 25. Streng genommen fahre ich ja Gärreste, aber Ballern ist Ballern. Ne? Und da hilft auch kein Pudern und kein Schminken. Scheiße muss nach Scheiße stinken. Wenn ihr genauso auf Gülle-Action steht wie ich, ne, dann vergesst auf keinen Fall, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Gülle-Silvester ist bei mir natürlich auch schon eine Weile her. Die erste Gabe habe ich Ende Februar, Anfang März gemacht. Danach mussten wir leider unterbrechen, weil es das Wetter ganz einfach nicht anders möglich gemacht hat. Tim hat jetzt gerade bei mir angedockt und saugt jetzt mit dem Andockarm die Gärreste bei mir aus dem Fass bei sich ins Fass. Übertanken hat wunderbar geklappt. Jetzt ist Timmy fertig, kann ich jetzt weiter Gülle jetten und ich hole die nächste Ladung, damit es hier nicht zum Stillstand kommt. So, Fass ist voll. Jetzt geht's wieder zurück. Gold, die das Korn der Felder kommt, schenk mir ein. Aus der Jukebox erklang so, dann Allrad rein. Achso, Gang soll ich auch noch reinmachen. So, jetzt geht's rein in den Wald hier. So, wir hatten letzte Woche einen Fahrer. Der Tim bei jeder Runde gefragt, ob er nochmal wiederkommen muss. Und wenn ich Timmy jetzt frage, ob er nochmal wiederkommen muss, ne? Hey Timmy? Ja. Muss ich nochmal wiederkommen? Ja, du musst so lange wiederkommen, bis ich Stopp sage. Ja, so lange wiederkommen, bis ich sage Stopp. Da war's. Ich kenne auch meine Leute. Wir haben es jetzt 10 Uhr. Ich mache jetzt gerade das fünfte Fass voll von heute. Wir haben um 8 Uhr gestartet. Also zwei Fässer schafft jeder von uns in einer Stunde. Das heißt, auf der Fläche bringen wir 4 pro Stunde aus. Bis jetzt kommen wir ganz gut voran. Das heißt, wir machen so, denke ich, gegen 18 Uhr, zwischen 18 und 19 Uhr, sowas Feierabend. Und dann haben wir, denke ich, unser Tagesziel von 25 Hektar locker erreicht. Die heißen Tracks! Oh! Udo Jüngs. Mit 66 Jahren!
Was ein heißer Dreck. Mich geleuchtet, entrüstet an und streng. Dann sag ich, meine Lieben, ihr seht es viel zu eng. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Ja, wir haben gerade eine kleine Zwangspause hier. Hinter mir hat's blub gemacht. Wir sind hier gerade in dem tiefesten und nassesten Loch dieser Fläche und wir sind stecken geblieben. Wir haben es jetzt eben schon mit einem kleineren Schlepper versucht und jetzt kommt ein größerer mit gelben Felgen und muss jetzt halt da einmal ein bisschen ziehen. Wenn es zu viel regnet und die Befahrbarkeit dann halt nicht gegeben ist, dann passiert sowas. Wenn wir jetzt auf Frost fahren dürften, wäre die Tragfähigkeit des Bodens eine ganz andere. Wir hätten keine Strukturschäden und die Fläche wäre schon längst fertig. Wir hätten viel, viel früher fahren können und hätten diesen Ärger jetzt nicht. So, da kommt jetzt der große Trecker, aber jetzt nicht so draufhalten, nicht, dass Michel da sieht und hier irgendwie das Grinsen anfängt oder so. Johnny Pop, when you hear that sound come through your town, the answer is clear, it's a big John Deere. Der kleine Zwischenfall mit dem Festfahren hat uns jetzt natürlich zurückgeworfen, aber ich sehe da jetzt nicht so schwarz, an einem Notfall, der Trecker hat ja Licht. Das, was fehlt, machen wir dann hinterher halt zu späterer Stunde noch dazu. Das Tagesziel ist jetzt nicht unbedingt in Gefahr, aber der frühe Feierabend, den wird es dann irgendwie nicht geben. Wie oft habt ihr euch denn dieses Jahr beim Güllefahren festgefahren? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Timmy ist geborgen, ist jetzt wieder oben in meiner Schlepperkabine. Jetzt muss ich da eben durch die Mod laufen, jetzt meine Schuhe ein bisschen dreckig. Die schöne Kabine sind dreckig. Aber heute Morgen so richtig schön meinen Trecker geputzt, einmal schön mit dem Staubsauger ausgesaugt, mit dem Hochdruckreiniger schön übergewaschen. Ich mach jetzt erstmal weiter meine Schuhe sauber, Alter. Digga, guck dir das mal an, die Motten, die da dran klebt, ey. Warum ist mir das Lenkrad gekommen? Ah, und ein Joystick. Oh, Junge. Meanwhile. Ja, die Abmachung ist, ja, wer stecken bleibt und von dem rausgezogen wird, ja, der kriegt dann eine Kiste Bier. Momentan sieht es so aus, dass ich Philipp bislang 6 bis 7 Mal rausgezogen habe. Aber er hat mich jetzt auch schon 2 Mal rausgezogen. Das heißt, ich krieg nur noch 5 Kisten Bier von Philipp. Ich hoffe, dass ich am Ende das Bier kriege und nicht er. So, ich fahre gerade von der Biogasanlage runter zur nächsten Fläche. Wir haben eben nach der Getreidefläche die nächste angefangen, haben die jetzt allerdings abgebrochen, weil die ganz einfach zu nass war. Jetzt fahren wir zu der nächsten Fläche und die fahren wir, da wird jetzt gerne das zu Mais drauf gefahren. Wir haben ja, der April neigt sich ja dem Ende zu und das ist ja auch so die Zeit, wo man das Maisland vorbereitet. Es ist halt ein bisschen am Regnen. Letztes Mal, in meinem letzten Video, musste ich ja abbrechen. Das ist hier jetzt nicht so das Problem am Ackern. Wir können so lange fahren, wie es beim Ackern nicht schmiert. Und so lange wie es geht, fahren wir jetzt weiter. Und wenn es dann zu nass wird, dann hören wir halt auf. Wir haben jetzt wieder Zwangspause. Ich stehe jetzt hier schon seit ein paar Minuten wieder an der Fläche, weil wir dieses Mal jetzt ein kleines technisches Problem mit unserem Ausbringfass haben. Jetzt haben wir eben durch das Festfahren schon einmal ein bisschen Zeit verloren. Jetzt müssen wir darauf auch wieder warten, bis das wieder läuft. Ich sehe meinen frühen Feierabend echt in Gefahr, muss ich wirklich sagen. Tja, jetzt seid ihr hier wieder mit der Kamera da. Und jetzt haben wir wieder so einen kleinen Fail. Wieder läuft es nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Eigentlich können wir das hier richtig gut. Es ist soweit. Das Warten hat ein Ende. Es geht weiter. Wir stehen jetzt an einer neuen Fläche. Ihr seht hinter mir, da steht aber nichts. Das liegt daran, dass hier in naher Zukunft Mais angebaut wird. Zu dem Mais bringen wir jetzt Gärreste aus. Der wird direkt eingegrubbert. Der Grubber fährt da hinten schon um die Ecke. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man das innerhalb von 2 Stunden die Gärreste einarbeiten muss. Fachlich korrekt ist natürlich, so schnell wie möglich die Gülle oder die Gärreste einzuarbeiten. Einfach, weil wir natürlich Nährstoffverluste an die Luft so schnell und so gut wie möglich minimieren wollen. Deswegen sind wir jetzt auch eingespannt mehr. Wir 2 Zubringer, das Timmy mit dem Verteilfass und Sascha ist jetzt am Grubbern. Der Schlepper läuft jetzt heute seit 8 Stunden, 21 Minuten und 47 Sekunden. Aber ich hatte natürlich wegen unserer Zwangspause und so weiter zwischendurch auch ausgestellt und so, und ich bin ja auch schon ein bisschen länger auf den Beinen, also in meinem Tag, weil wir haben es jetzt
17 Uhr. Ja, mein Tag hat jetzt schon 11 Stunden. Jeder normale Mensch hätte vor 3 Stunden Feierabend gemacht. Er hat gesagt, dass man wieder normale Menschen sind. Aber ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, Landwirt zu werden, weil es meiner Meinung nach einfach der beste und der schönste Job der Welt ist. Natürlich haben wir Arbeitsspitzen, wo viel zu tun ist, aber den Spaß, den wir dabei haben, man ist draußen und was man dabei halt einfach erlebt und vergisst auch mal das Geld. Wichtig ist ja immer, dass ein das erfüllt, was man macht. Natürlich habe ich auch mal schwierige Tage, wo ich merke, boah, also jetzt wirklich, jetzt könnte ich auch mal eine Pause gebrauchen, aber ich habe noch nicht einmal bereut, diesen Weg gegangen zu sein. Die Redaktion muss jetzt leider nach Hause. Die haben ja noch einen weiten Heimweg nach Berlin. Das ist von mir aus ein kleines Stück. Trotz diverser kleinen Störungen haben wir unser Tagesziel nahezu erreicht. 20 Hektar haben wir schon überschritten. Die 25 Hektar machen wir heute auch locker noch voll. Das ist gar kein Problem. Klar wird es jetzt ein bisschen länger dauern. Der Regen hat ein bisschen gestört, aber ne, wir sind eine coole Truppe. Mit uns macht das Spaß. Wir hören nicht gleich auf, wenn es irgendwie zu nass wird. Wir fahren weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Hier gibt es noch ein Video von 100 Hektar Heimat und darunter gibt es ein Video von MyLab, da geht es um Glyphosat.